Alle 3 Monate gibt's von mir ein Update, was ich gerade am liebsten rauche. Und so jetzt auch wieder heute meine persönlichen 10 Lieblingstabaksorten, das, was ich im Moment am meisten und am liebsten rauche. Angefangen mit Platz Nummer 10, einem Tabak, den ich gerade nicht mehr da habe. Ein paar von denen sind leider aus, ich rauche die halt auch sehr, sehr viel. Aber auf Platz Nummer 10 deutlich runtergerutscht von den höheren Rängen, weil es gibt da eventuell einen anderen Ausgleich, der Shades Quickie. Ein Kiwi-Tabak. Mehr ist es auch schon nicht, eine ultra solide Kiwi, die sowohl saure, fruchtige Noten mit dabei hat, als auch natürlich eine fruchtige Süße mit sich bringt. Für mich solo rauchbar, aber vor allem in Mischung mit anderen Tabaksorten extrem lecker. Eine Sorte, die nicht nur neu auf meiner Liste ist, sondern auch neu auf dem Markt ist, beziehungsweise gibt es jetzt schon ein paar Wochen, der Saure Würmer von By Candy. Saure Würmer beschreibt den Tabak schon so sehr, wie man den Tabak nur beschreiben kann. Es ist eine fruchtige Frucht-Gummi-Mix-Geschichte, die sowohl saure Noten im Hintergrund hat, als auch eine gummibärchenartige Süße im Vordergrund. Sehr komische Beschreibung, ist auch wirklich einer der am schwersten zu beschreibenden Flavors von allen, die ich bis jetzt so getestet habe, aber solo sehr lecker und vor allem in Mischung extrem gut geeignet. Also es gibt sehr wenig Tabak, der nicht funktioniert mit dem Saure Würmer und deswegen war der bei mir oft in Mixes und deswegen Platz 8. Am Anfang extrem viel geraucht, mittlerweile habe ich mir gerade keine neue Dose geholt, trotzdem ein Tabak, von dem ich sehr, sehr viel halte und den ich extrem lecker finde, der Darkside Black Torrent. Ist übrigens auch der erste Dark Blend, ich sage das jetzt immer kurz dazu, Dark Blend ist stärkerer Tabak, wenn ihr wenig Nikotin wollt, dann holt euch nicht die Dark Blend Sorten. Ja, dann bleibt bei Virginia, der ist deutlich angenehmer zu rauchen, aber es ist einfach meine Top 10, es sind einfach die 10 Tabaksorten, die ich am meisten rauche, deswegen ist da eben auch Dark Blend mit dabei, aber da kommen wir noch dazu. Aber Black Torrent, eine schwarze Johannisbeere, die an sich gar nicht so super intensiv schmeckt, aber das, was man schmeckt, ist extremst lecker. Und deswegen bei mir auf jeden Fall mit drin. Als nächstes haben wir eine Sorte von Fuck Your Life und die haben sich wirklich in mein Herz geschlichen. Diese Sorte hier, die marokkanische Minze, gibt es leider noch gar nicht. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Wenn ihr das seht, dann gibt es die schon. Ich war ja aber letztens in der Fabrik in Berlin und konnte mir da ein paar Dosen wegsneaken und die marokkanische Minze, ich habe sie noch nicht super viel geraucht, aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass die sehr, 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 sehr oft bei mir am Laufen sein wird, weil es ist die leckerste Minze, die ich je geraucht habe. Es ist nicht so eine super kalte Minze, es ist schon wirklich Minzgeschmack mit einer leicht typischen Minze. Frische. Extrem leckeres Ding, zum Mischen geil, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich im Sommer Köpfchen nach Köpfchen nach Köpfchen von der Minze hier wegrauche. Jetzt kommen wir zum nächsten Platz und der geht an den Bloody Punch. Früher sogar mal auf der 1 gewesen für eine kurze Zeit, dann auf Platz 2, jetzt ein bisschen weiter hinten, aber immer noch eine solide Platzierung in meiner Top 10. Bloody Punch, Blutorange und Grapefruit Tabak und einfach in dieser Kategorie mit Abstand der beste Tabak, den es da gibt. Für mich nur mit einem halben Holster Mintshot pro 200 Gramm Bloody Punch. Push diesen Tabak einfach nochmal aufs nächste Level. Ich rauche den nur so, Bloody Punch pur bei mir nie, immer mit einem halben Mintshot. Dann kann ich ihn aber pur rauchen, aber auch in Mischung sehr, sehr nice. Platz Nummer 5, ein weiterer Dark Blend, der Kiwi Smoothie von Must Have. Es hat einen Grund, dass dieser Tabak nur in Anführungszeichen auf Platz 5 ist und das ist, weil ich den relativ selten pur rauche. Pur fehlt mir da irgendwie so ein bisschen der Kick, aber gemischt mit einem Traube ist das halt einfach mal die geilste Kombination, die ich kenne und definitiv mein absoluter Lieblingsmix. Kiwi Smoothie so 20 bis 50% und den Rest aufgefüllt mit Traube, je nach Gusto, auf was man gerade Lust hat, einfach wirklich mein Top-One-Mix. Und deswegen muss dieser Tabak auch mit in der Top 10 sein, weil ohne den würde mir echt was beim Shisha-Rauchen fehlen. Und auf den nächsten Platz hat sich auch einfach der nächste Fuck Your Life geschlichen. Den Zitrone-Minze gibt es zwar schon ein bisschen länger und der war sogar auch schon vor 3 Monaten in meiner Top 10, hat sich aber trotzdem noch ein bisschen hochgemausert. Ich habe noch mehr Mixes gefunden, in dem ich den sehr gerne rauche und deswegen ist der auch dieses Mal wieder mit dabei. So, bevor wir in die Top 3 gehen, Leute, wenn euch so Videos helfen und gefallen, lasst mir sehr gerne ein Abo auf dem Kanal da. Es würde mich unglaublich freuen, wenn die Zahl wächst und mir auch helfen auf der Reise auf YouTube. Wer meine Insta-Stories die letzte Zeit verfolgt hat, der kann sich schon denken, dass da noch ein Fuck Your Life kommen muss. Und zwar
kommt die mit Abstand beste Cola, die wir jemals auf dem Shisha-Markt hatten. Der Fuck Your Life Cola Flavor, auch gerade erst rausgekommen. Literally einfach die beste Cola. Punkt. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen und deswegen auch sowas von Platz 3. Das Einzige, was diesen Tabak davon abhält, noch weiter nach oben zu kommen, ist, dass ich Cola ein bisschen schwierig zu mixen finde und ich relativ selten Solo-Flavor in letzter Zeit rauche. Ansonsten hätte der sogar noch Potenzial, noch höher zu kommen, aber auch Platz 3 ist geil. Der nächste Tabak, der neu in unserer Liste ist und instant auf Platz 2 kommt, ist der Blary von Must-Have. Must-Have hat ja letztens 3 neue Flavor rausgebracht. Den Patch, den Team Orange und den Blary. Team Orange und Patch sind vollkommen in Ordnung, aber der Blary ist eine absolute Offenbarung. Es ist ein Brombeertabak und auch wieder ein Dark Blend, aber es ist wirklich die absolut geilste Brombeere ever. So unglaublich vollmundig, so geisteskrank süß. Also ich bin so gehypt, was diesen Tabak angeht. Ich habe 2 Dosen bestellt und die sind jetzt im 0, nichts weg gewesen. Mit Traube geil, mit Zitrone geil, mit so vielen Sachen geil. Blary ist meine neue Nummer 1, was Must-Have angeht und meine Top 2. Und die Top 1, die können wir auch schnell raushauen. Ihr habt es euch schon gedacht. Holstertraube Minze, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Holster Grape 2 mit einem ganzen Minzshot für mich persönlich. Ihr könnt auch nur einen halben nehmen, wenn ihr erstmal vorsichtig sein wollt mit der Minze. Aber für mich mein absoluter Alltime Classic. Ein guter Traube Minze geht bei mir immer. Und deswegen auf Platz 1. Das war meine Top 10. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha WG.